Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Und zwar war ich gerade bei der Post und die hat geschlossen. Und ja, jetzt bringe ich noch meinen Freund zum Training. Danach gehe ich noch zu Meckes und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Okay, ich habe meinen Freund jetzt weggebracht und jetzt gehe ich weiter zu Meckes. Und zwar gehe ich dann mit Weißer Tiger hin. Also, ja, die Leute, die meine Streams gucken, wissen eigentlich, wer er ist, weil er auch Mod hat und sehr aktiv ist. Er ist eigentlich, glaube ich, in jedem Stream mit dabei. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich ihn zeigen darf, deswegen. Und ich muss noch ein Geschenk für meine Mama kaufen, weil sie morgen Geburtstag hat. Und ich habe keine Ahnung, wann der Vlog online kommt, aber. Ja, und ich will noch ein Real Talk Video aufnehmen. Deswegen mal gucken, was ich heute noch so alles mache. Leute, ich habe so absolut Hunger, ne? Ich fahre auf jeden Fall jetzt erstmal weiter zu Meckes. So, Leute, ich bin jetzt da. Und ich glaube, man kann sogar, ja, man kann das Meckes-Zeichen sogar sehen. Ich habe keine Ahnung, ob Thomas schon da ist. Ich habe ihn jetzt geschrieben. Aber er schreibt gerade. Okay, ich glaube, er ist da, sonst könnte er nicht schreiben. Es ist 11.11 Uhr. Und ich gönne mir jetzt erstmal Nuggets. Hab da echt so Bock drauf, ne? Ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. Hallo. Ich bin reingegangen. Ne? Ja. Also, ich saß gerade auf dem Parkplatz. Schon auf dem Parkplatz, bin reingegangen, hab mein Handy hier nicht, dreh mich um, du fährst auf dem Parkplatz auf. Ich denke mir, ist das jetzt ihr Ernst? Tja. Ich hab schon 5 Minuten draußen gestanden, aber ich hab dich gewartet, weil ich wusste, dass ich kann. Dein Auto war noch nicht da, von daher. Tja, ich hab so absolut Hunger. Jetzt bin ich glücklich. Hallo. Ich nehm eh immer dasselbe. Leute, Essen ist bestellt. Sarah glücklich mit ihren Nuggets vereint. Ja. Ich hatte gestern die ganze Zeit so Bock darauf. Ich habe extra auf Twitter gefragt, man um 0 Uhr schon das nächste Menü bekommen kann, weil gestern gab es einen Chicken Burger für 1 Euro und ich finde ihn so ekelig. Ich bin Leute, esse Nuggets mit Mayo oder Süß-Sauersoße. Irgendwie haten mich alle immer, dass ich mit Mayo esse, obwohl es mit Mayo am geilsten ist. Ganz viel Mayo immer bei Sarah. Ja, womit isst du denn Nuggets? Mit Currysoße. Oh. Oh. Spaß, ich mach da so richtig coolen Smiley vor, so. Pam. Okay, Spaß. Leute, erst habe ich so richtig krosse Nuggets bekommen. Die waren eigentlich voll braun, oder nicht? Die waren braun, aber sehr zu alt. Dementsprechend haben die auch geschmeckt. Und jetzt kriege ich einfach so eine grüne Pommes, Alter. Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, die waren irgendwie vergiftet, oder? Ja, ist mal Thomas. Ich sitze wieder im Auto und jetzt werde ich mir messen. Und ja, jetzt muss ich noch ein Geschenk für meine Mama kaufen. Ich habe das Gefühl, ich werde heute den ganzen Tag im Auto sitzen, weil ich noch so viel machen muss und so viel erledigen muss. Und ja, heute Abend muss ich noch auf Geburtstag. Da würde ich sagen, fahre ich jetzt einfach mal weiter zum Einkaufsladen und gucke nach einer Blume. Bis gleich. Leute, sag mal, habt ihr schon mal so einen süßen Eisbären gesehen als Kuscheltier? Und generell, ich finde meinen Schlüsselanhänger ist einfach auch so zuckernder. Ich habe den so zufällig wiedergefunden. Ich so, Alter, oh mein Gott, den muss ich nehmen. Hatte die ganze Zeit gar nichts als Schlüsselanhänger. Und das war richtig langweilig. Und da war ich richtig glücklich, als ich den gefunden habe. Okay. Ich glaube, die Kamera wird nicht lange so stehen bleiben, aber egal. So, ich bin jetzt auch wieder da. Hab mir jetzt eine Blume gekauft, beziehungsweise für Mama. Ich würde sie euch jetzt sehr vernünftig zeigen. Die ist, wie ihr sehen könnt, schon eingepackt und ich kann das selbst nicht, deswegen möchte ich das hier machen lassen. Ich weiß nicht, ich mache hier einfach eine Einblendung, dann zeige ich euch morgen, wenn meine Mama die auspackt, wie die aussieht. Stimmt, ich kann euch später noch das andere Geschenk zeigen, das ist halt nur so eine Kleinigkeit. Ich habe gerade das Geschenk eingepackt und es ist so peinlich, wie scheiße ich im Einpacken bin. Es ist so dumm, oh mein Gott. Mir ist gerade aufgefallen, ich muss ganz dringend mal mein Auto sauber machen. Okay, auf der Kamera sieht man das gar nicht so schlimm, aber es ist echt ziemlich schmutzig. Ja. Leute, es ist einfach so komisch, ne? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Wald war. Ich glaube in den Herbstferien und davor gar keine Ahnung. Ja, und es ist recht alleine. Ich war noch nie alleine im Wald, glaube ich. Also, ist auf jeden Fall ein bisschen komisch und es ist auch so komisch einfach zu vloggen, weil ich weiß, es ist so ein Unterschied, ob man jetzt mit Leuten vloggt, die das halt so kennen, die so in diesem YouTube-Business, sag ich mal, so mit drin sind, oder ob das irgendwelche Freunde sind, die so gar nichts damit am Hut haben, weil dann traue ich mich irgendwie nicht, wirklich die Kamera rauszuholen und so großartig viel zu labern. Deswegen ist es echt verdammt ungewohnt und ich muss mich da erstmal so, langsam rantasten. Ich muss mich kurz doch nochmal melden. Hier liegt überall so Pferdekacke rum, so Pferdeäpfel. Und ich suche da eher die ganze Zeit eine Sitzbank oder so und gucke so um mich herum. Ich wäre fast reingetreten, aber ich hätte geheult. Okay, nein, ich hätte nicht geheult, aber... Ach stimmt, ich wollte noch was fragen. Und zwar, ich habe so überlegt,
weil ich ja auch schon meinen Führerschein habe und seit 2-3 Monaten alleine fahren kann. Ich weiß nicht, soll ich mal irgendwie so einen Führerschein-Q&A machen? Dann könnt ihr mir so rund Fragen um die Theorie, um Praxisprüfung und generell, wie es so ist, alleine zu fahren. Dazu halt Fragen stellen. Ich glaube, das wäre auch irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ich mache hier einfach meine Abstimmung. Würde es euch interessieren, weil ich denke, viele von euch sind noch so dabei, Führerschein zu machen oder können bald anfangen. Ja, also falls ihr da Bock drauf habt, kann ich das ja mal machen. Dann setze ich mich in mein Auto und beantworte ein paar Fragen dazu. Hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Oh nein. Weiß nicht, kommt man das hören? Und ich finde hier keinen Platz, Leute. Und ich habe die ganze Zeit voll Angst, dass ich mich irgendwie verlaufe. Oh. Mann. Ich bin mittlerweile irgendwo im Nirgendwo. Guck mal. Das ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich mittlerweile bin. Ich habe da hinten so ein Jägerhaus gesehen. Ich habe die als Kind geliebt, weil die immer richtig geil waren und man das immer richtig cool fand, da hochzuklettern. Heutzutage sind die meisten ja immer abgesperrt und man kann da auf jeden Fall nicht mehr hoch. Ich bin gespannt, ob man da hoch kann. Was sowas angeht, bin ich immer echt. Habe ich Bock, aber das ist noch voll weit da hinten. Locker laufe ich da jetzt umsonst hin. Okay, Leute, ich bin gerade leicht enttäuscht. Ich habe jetzt mal so nah wie möglich rangezoomt. Ja, ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich habe mir so viel Sport noch nie gemacht gefühlt. Auf jeden Fall ist das Ding einsturzgefährdet und da gehe ich lieber nicht mehr drauf. Ja, schade. Oh Mann, das kann man halt von weitem nicht sehen. Da bis hierhin gelaufen. Jetzt darf ich wieder zurücklaufen. Und hier ist einfach gar nichts mehr. Alter. Ich bin jetzt fertig mit dem Real Talk Video. Oh mein Gott, Leute, ne? Den Platz, den ich mir ausgesucht habe. Alles Gute ist, ich bin hier alleine. Ich kann so laut labern, wie ich möchte. Ich kann jetzt so losschreien und so. Bin hier echt so für mich. Und dann fühlt man sich irgendwie auch wohler. Ah, irgendwo der Platz hier, ne? Wartet, ich zeige euch den mal. Mir ist so kalt, sagt sie und zieht gerade ihre Jacke an. Aber ich weiß, ich hasse diese Jacke. Beziehungsweise ich hasse sie nicht, aber ich finde die irgendwie nicht mehr so cool. Oh. Okay. Und ja, jetzt muss ich hier nur noch runterkommen, ohne mich hier hinzulegen. Und ich habe so keinen Bock, den ganzen Weg wieder zurückzulaufen, weil das echt so mega weit ist. Okay. Hilfe. Das Ding ist, mein Akku ist ja auch wie gesagt leer. Beziehungsweise habe ich noch 5%. Heißt, ich kann jetzt auch nicht irgendwie Musik hören. Ich sitze jetzt endlich in meinem Auto. Ich bin ja so weit weggelaufen. Ich musste den ganzen Weg auch wieder zurück. Und jetzt kann ich endlich nach Hause gehen. Ich habe mich so beeilt, weil ich keinen Bock mehr hatte zu laufen. Deswegen fahre ich jetzt erstmal nach Hause und ich muss gleich noch schnell das Geschenk verstecken. Leute, ich hatte ja davon gesprochen, dass ich voll das süße Geschenk habe. Und das hier ist das Geschenk. Einfach so eine Benjamin-Blümchen-Torte gekauft, die gefühlt jeder auf seinem Geburtstag früher hatte, außer ich. Und ich kenne niemanden, der die nicht mochte. Und ich finde die Idee irgendwie richtig süß, weil es so ein Flashback ist. Leute, kennt ihr die Torte noch oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder ich mache einfach meine Abstimmung hin. Ich hatte die so geliebt früher. Aber ich hatte sie nie auf meinem eigenen Geburtstag. Richtig sad. Wie ihr gerade ja unschwer erkennen konntet, bin ich jetzt ja wieder zu Hause. Und Leute, ich habe ja nie eine Ahnung. Ist das interessant für euch, das so zu sehen, die Vlogs, oder nicht? Also ich finde das sowieso immer cooler, wenn noch eine andere Person dabei ist. Aber interessieren euch auch so Vlogs, wo ich alleine bin und irgendwas Chilliges mache? Das würde mich mal interessieren, weil ich kann sowas immer richtig schlecht einschätzen. Weil ich glaube, für einen selbst ist es immer so richtig langweilig, aber für andere ist es, glaube ich, immer recht interessant. Was ist eure Meinung dazu? Hilfe? Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal chillen, weil ich bin so müde einfach. Und werde erstmal YouTube-Videos gucken. Es sind jetzt ein paar Minuten vergangen und irgendwie habe ich gerade Bock, ein Video zu drehen. Und ich wollte mir sowieso noch, wie gesagt, Locken machen und mich ein bisschen fertig machen. Und ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es überhaupt. Okay, 15.18 Uhr. Ich habe noch voll viel Zeit irgendwie. Und ich habe vor ein paar Tagen ja so geguckt, was andere Leute so alles für Real-Life-Videos bringen, damit mir meine Ideen nicht ausgehen. Dann bin ich wieder auf so ein Snapchat-Q&A gestoßen. Wie gesagt, ich bin echt mega, mega weit gescrollt bei einigen Leuten. Eine Zeit lang haben das ja so viele Leute gebraucht und ich fand es eigentlich immer mega cool. Deswegen habe ich gerade voll Bock, das mal wieder zu machen, weil irgendwie sieht man das was gar nicht mehr irgendwo. Wie ihr uns schon erkennen könnt, mache ich mir gerade Locken. Und ich habe mich gerade geschminkt und ich glaube, jedes Mädchen kennt das, wenn man Eyeliner macht.
die sehen nie gleich aus, Alter. Das nervt mich so. Und ich glaube, ich habe bis jetzt schon mehr Eyeliner-Zeug verschwendet, anstatt das dran zu lassen. So. Und, ach, Alter, mich nervt das so. Und ja, wie ihr gerade sehen könnt, meine Locken. Und das dauert mit dem Ding so Ewigkeiten. Aber ich, ja, wie gesagt, muss ich ja sowieso auf Geburtstag. Deswegen mache ich mich ein bisschen mehr fertig. Eigentlich mache ich meistens nie Locken, aber ich hatte mal wieder Lust auf Locken. Oh, weil Locken irgendwie tausendmal besser aussehen als glatte Haare. Aber es sagt jeder auch immer andersrum. Die, die Locken haben, finden es andersrum. Ja. Ich werde auf jeden Fall gleich noch Instagram-Bilder machen. Weiß nicht, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das gerne noch nachholen, weil ich mir echt mega viel Mühe mit meinen Bildern gebe und auch versuche, Bilder hochzuladen, die jetzt nicht unbedingt jeder zweite hochlädt, also die schon ein bisschen mehr Arbeit sind. Und ja. Leute, ratet mal, wer gerade ein Snapchat Q&A aufnehmen wollte, von wem die Bildschirmaufnahme nicht richtig aufgenommen wurde. Richtig, meine. Junge, das ist so typisch, ne? Alter, oh, warum? Weil ich hatte eigentlich echt voll die coolen Fragen und so. Ich habe nur darauf geachtet, dass es vernünftig an ist und dass ich wirklich auf den Knopf drücke. Aber die Aufnahmedatei ist irgendwie weg. Danke dafür. So, ich habe jetzt gerade Bilder mit meiner Mama gemacht. Die mache ich heute nichts Besonderes mehr, außer dass ich mir auch eine Pizza hole und dann gehe ich auch schon auf den Geburtstag. Also würde ich sagen, war es mit dem Vlog. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Bis nächstes Mal. Haut rein und ciao.